Geheimdienste wirken übermächtig. Auch 2 Jahre nach den Enthüllungen von Edward Snowden scheint ihr Einfluss immer noch ungebrochen. Viele Bürger haben sich mit der Massenüberwachung abgefunden. Einige wenige verschlüsseln ihre Kommunikation. Der erst 21-jährige Programmierer MC McGrath geht einen dritten Weg. Er spioniert zurück. Mit Programmen, die das Netz automatisch nach Geheimdienstmitarbeitern durchsuchen. Der Überwachung von oben möchte er eine Überwachung von unten entgegenstellen. Seinen eigenen kleinen Überwachungsapparat. Das Transparency Toolkit nutzt die allgemein zugänglichen Daten, um die Überwacher zu überwachen. All die Menschen, die uns beobachten, diejenigen, die mit all diesen geheimen Überwachungsprogrammen arbeiten. Denn ich glaube, es ist wichtig, dass man weiß, wer für den Überwachungsstaat verantwortlich ist. Fündig wird McGrath vor allem auf LinkedIn, einem sozialen Netzwerk für Geschäftskontakte. Dort prahlen Geheimdienstmitarbeiter mit ihren Fähigkeiten und ihrer Arbeitserfahrung. Mit Spielprogrammen wie X-Keyscore oder Prism. So entsteht ein Panoptikon des Überwachungsstaates. Und das eigentlich anonyme Abhören und Mitlesen bekommt ein Gesicht. Viele Gesichter sogar. Denn 27.000 Schnüffler sind McGrath so schon ins Netz gegangen. Wir wollen wissen, warum Menschen für Geheimdienste arbeiten, wie ihr typischer Tagesablauf aussieht, was sie im Büro genau machen. Aber auch, warum hören manche auf, für Geheimdienste zu arbeiten? Wenn wir das verstehen, können wir dieses Wissen nutzen, um an einer Reform unseres Geheimdienstapparates zu arbeiten. Sandro Geiken von der Freien Universität Berlin ist Experte dafür, was die Geheimdienste so im Internet treiben. Netzaktivisten wie McGrath und ihren Anti-Spionage-Anwendungen steht er skeptisch gegenüber. Denn gegen die Milliardenbudgets der Geheimdienste können ein paar Hacker wenig ausrichten. Trotzdem kann er der Gegenüberwachung von McGrath etwas abgewinnen. Als Mittel, um politischen Druck aufzubauen. Wenn man insbesondere bei diesen ganzen Verhältnissen zu den Subunternehmern der Überwachungsindustrie mal guckt, was sind das eigentlich für Firmen? Wer steckt dahinter? Was haben die für eine technische Expertise? An wen verkaufen die vielleicht noch? Aber es muss da natürlich auch politischer Drive und Impuls dahinter bleiben. So sieht das auch Michael Bukowski vom Netzwerk Akkurater Widerstand, einem selbsternannten Start-up für Grundrechte. Sein Ziel? Ein Aktivismus, der Spaß macht. Seine Strategie? Die Geheimdienste auf spielerische Weise mit falschen Daten ärgern. Absichtlich streut er Datenmüll ins Netz, um seine Online-Identität zu vernebeln. Und hofft, dass möglichst viele mitmachen. Wir wollen ja auch gerade dem Mainstream eine Handhabe bieten, etwas zu unternehmen, ohne eben Verschlüsselung lernen zu müssen oder ähnliches. Also alle paar Wochen eine Aktion, die eher Spaß macht als kompliziert ist, an der, wie gesagt, jeder ganz einfach mitmachen kann. Und die eben halt im ersten Schritt zumindest ein bisschen für ein kleines Störfeuer sorgt. Eine dieser Aktionen? Einfach mal das Handy mit der Freundin in Hamburg tauschen. Und schon sind sämtliche ortsbezogenen Daten zu seinem Profil an diesem Tag unbrauchbar. Aber diese harmlose Spielerei ist erst der erste Schritt. Als nächstes möchte Bukowski eine App entwickeln, die im Hintergrund permanent falsche Daten sendet und so die Arbeit der Geheimdienste ad absurdum führt. Ob diese Idee sich umsetzen lässt, ist jedoch fraglich. Denn das Senden falscher Daten belastet das Datenvolumen der Smartphones und kostet somit Geld. Und da hört bei vielen potenziellen Unterstützern der Aktivismus auch schon auf. Das Transparency Toolkit wirft zudem ethische Fragen auf. Denn die Geheimdienstmitarbeiterdatenbank unterscheidet sich nur sehr geringfügig von einem Internetpranger, an den Menschen wegen einiger Schlüsselbegriffe automatisch gestellt werden. Bei dem Projekt gibt es definitiv ethische Probleme, auch wenn ich nur öffentlich zugängliche Daten verwende, auf die jeder mit einer einfachen Google-Suche zugreifen kann. Es gibt eben keine einfache Lösung für das Überwachungsproblem. Weder technisch noch ethisch. Aber Überwachung ist ein Angriff auf unsere Bürgerrechte. Und das Transparency Toolkit und Akkurater Widerstand sind Notwehr gegen ein außer Kontrolle geratenes System.